Herzlich willkommen zu Beyond Perception, liebe Mitmenschen. Auch heute geht es wieder darum, die Realität und uns selbst zu entdecken. Ich bin der Simon und ich darf heute Herr Professor Harald Seubert als Gast begrüßen. Er ist Professor und Fachbereichsleiter für Philosophie und Religionswissenschaft an der Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule Basel, nebenamtlicher Dozent für politische Philosophie an der Hochschule für Politik München und seit 2016 Vorsitzender der Martin Heidegger Gesellschaft. Ja, herzlich willkommen, Herr Professor Seubert. Ich freue mich sehr auf das Gespräch heute. Ich freue mich meinerseits. Herzlich willkommen und guten Abend. Ja, super. Wir hatten ja schon mal so ein kurzes Vorabgespräch und ich habe es ja schon mal angedeutet. Ja, also ich entdecke mich jetzt ja so praktisch neu, oder? Wir können sagen, ich bin so ein Spätzünder. Erst in den letzten Jahren beschäftigt mich eigentlich so wirklich die existenziellen Fragen, so wie, ja, wer sind wir, woher kommen wir, was ist der Sinn des Lebens, was ist Realität, was ist Wirklichkeit, warum denken wir, wie wir denken? Und ja, mit diesen Fragen hat sich jetzt tatsächlich auch in meinem Leben so ganz, also wirklich fundamentales geändert. Ich habe meinen Job aufgegeben, habe den Podcast hier angefangen. Und ja, also warum ich das jetzt auch gerade sage, oder? Ich bin eben auch dabei zu entdecken, dass sie eben die Philosophie ja mit diesen fundamentalen Fragen ja seit, ich weiß nicht, seit Anbeginn der Zeit oder seit Jahrtausenden auseinandersetzt und ja, eigentlich erstmal nicht so viel damit zu tun hat, mit dem, was ich gedacht habe, was Philosophie ist. Ja, irgendwas mit Buch, Gelehrtentum vielleicht oder abstraktes Intellektualisieren, sondern dass eigentlich das Beschäftigen mit diesen existenziellen Fragen ja, ja ungemein bereichernd ist, ja, dass man selber ungemein profitieren kann, ja, dass das wirklich spannend, wichtig und sinngebend sein kann und auch sehr interessant ist, ja gerade auch sich, sag ich mal, mit den Gedankengängen der großen Denker und Philosophen der Geschichte zu beschäftigen. Ja, und das ja, ist ja auch letztlich die Motivation, ja, heute auch hier mit Ihnen das Gespräch zu führen und Sie einzuladen. Daher nochmal ganz herzlichen Dank. Ich bin sehr gespannt. Was, ja, was mich natürlich jetzt auch so Wunder nimmt, wie und warum hat Sie denn die Philosophie oder, also wortwörtlich heißt ja Philosophie Liebe zur Weisheit, oder? Ja, Wie ja. hat Sie denn das gepackt? Ja. Ja, mich hat das Herr Rilling sehr früh gepackt. Ich war Gymnasiast und sage es jetzt mal ganz anekdotisch, weil das Anekdotische in der Philosophie auch eine gewisse Rolle spielt. Ja. Da hatte ich eine Jugendfreundin und deren Vater, da sind wir schon bei Heidegger, hatte eine Ja. große Heidegger-Sammlung, auch Ah, wow, ja. also so In-Edita, Drucke, Kopien. Ja. Und diese Frau hat mich dann, und dieses Mädel hat mich dann irgendwann nicht mehr sehr interessiert. Aber die Gespräche mit dem Vater und die Ja. Bestände haben mich länger beschäftigt. Wenn sie es hört, soll sie es mir nicht übel nehmen, die Ute. That's long ago. That's another, ein anderer Lebenszustand. Und ich habe mich natürlich relativ früh schon interessiert für Literatur, für Dinge, mit denen man nur, über die man nur mit wenigen Schulfreunden reden konnte, aber einige gab es eben doch. Und Ja. dann diese Grundfragen, die ich auch nur zum Teil verstanden habe. Ich wusste schon, sein, ja, wir sind alle. Es ist auch ein heideggersches Thema. Aber was ist eigentlich das Sein selber, wenn ich von diesem kleinen Ich bin alt oder ich bin mittelalt oder das Mädchen ist schön, wenn ich von dieser Coppola ist weggehe und wirklich die Frage des Seins aufwerfe. Ja. Und da muss ich sagen, dann habe ich aus dieser Erfahrung wirklich als 14-, 15-Jähriger, ich weiß es noch genau, in einem heißen Sommer vor vielen Jahren, heideggersche Texte in die Hand bekommen. Heidegger war in gewisser Weise meine erste philosophische Liebe, meine erste philosophische Gegend. Das ist Okay. auch immer existenziell ganz wichtig. Ich komme aus einem Nicht-Akademikerhaus. Ich Ja. habe natürlich, mein engster Freund war Sohn eines Anglistikprofessors. Da kam ich auch in dieses akademische Gefüge hinein. Aber mich hat, weil ich gerade nicht Akademiker bin, aber aus einem sehr interessierten Haus, einer Handwerker-Unternehmerfamilie kam, konnte ich da auch die Verwunderung und die Bewunderung für diese geistige Welt aufnehmen. Und also Günter Fiegel hat mal geschrieben in einem seiner besten Texte, ich habe nicht alles verstanden, aber ich wusste, dass es da etwas zu verstehen gab.
Und ganz ähnlich war es bei mir auch. Ich habe bei Heidegger sehr wenig verstanden. Das war für mich rätselhaft. Also Aletheia, ich konnte einigermaßen Griechisch vom humanistischen Gymnasium her. Aletheia, die Wahrheit. Ja, das ist ja so, wenn Heidegger das übersetzt als Unverborgenheit. Lethe ist die Verbergung oder das Vergessen. Und das A ist ein Alpha Privativum, Aletheia. Und da baut er sehr viel drum herum. Sein ist die Unverborgenheit, die Wahrheit in einem Sinn, der eigentlich uns die Geheimnisse der Welt enthüllt. Und das hat mich sehr schnell fasziniert. Und dann, und das nur ganz kurz noch zu sagen, sah ich, der Heidegger war ja nicht einsam. Der Heidegger hat mit den großen Philosophen des Abendlandes ein Gespräch geführt und hat sich mit ihnen auseinandergesetzt. Auseinandersetzung ist bei ihm ein ganz wichtiger Topos. Und dann habe ich am Leitfaden von Heidegger, also der war, ich habe nicht irgendeinen Philosophieprofessor als ersten Lehrer gehabt, sondern Heideggers Vorlesung, die habe ich mir da gekauft und so. Nach und nach habe ich Heraklit gelesen, habe ich Hegel gelesen, habe ich manches andere gelesen. Und das war, sagen wir mal, dann, da entsteht so ein Netz, so ein Rhizom, so wie zwischen Bäumen, so Symbiosen. Und in diesen Symbiosen habe ich mich relativ bald mehr tastend als Wissen zurechtgefunden. Philosophie ist zu schwer für einen jungen Mann oder eine junge Frau, aber gerade das hat mich herausgefordert. Und da hatte ich die existenzielle Frage, aber auch die hohe intellektuelle Attraktion. Da gibt es wirklich was zu verstehen. Und wenn Sie mich gefragt, wenn wir dieses Gespräch geführt hätten, als ich 18 war oder 19, dann hätte ich Ihnen auch gesagt, na, ich suche ein Fach, mit dem ich nie fertig werde, das mich ein Leben lang in Atem hält, weil es mit meinem Sein, meiner Existenz zu tun hat. Und das ist dann die Philosophie geworden, von diesen bescheidenen, aber existenziellen Anfängen her. Ja, wow, hey, das ist wirklich spannend. Und würden Sie, also, wie würden Sie Philosophie denn, also ist das eine Wissenschaft von vielen oder ist das abzugrenzen von Wissenschaft per se? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, Aristoteles, der ja die Philosophie erstmals definiert hat, auch so wie wir sie heute noch lernen und lehren, da gibt es die theoretische Philosophie, das beginnt mit der Logik, dann gibt es die Ontologie, die Lehre vom Sein, dass man vom Sein in unterschiedlicher Weise spricht, aber dass es wirklich die Frage ist, was ist denn das Verbindende des Seins an allen Bereichen? Das ist die theoretische Philosophie. Die Physik hängt damit zusammen. Die war ja auch erstmal die Lehre von den wandelnden Dingen in der Natur. Die Metaphysik ist das, was auf der Physik aufruht. Das ist theoretische Philosophie. Und dann gibt es die praktische Philosophie. Das ist im Wesentlichen Ökonomie. Das kennen Sie auch aus Ihrem früheren Leben. Und dann ist es Politik. Und dann ist es Ethik. Also das hat Aristoteles gezeigt. Und er sagt dann, wegen dieses Zusammenhangs und weil sie nach den letzten Gründen fragt, ist die Philosophie die prote episteme, die erste Wissenschaft. Das heißt, auch wenn man es mal ganz genealogisch sieht, aus der Philosophie sind die anderen Wissenschaften hervorgegangen, haben sich differenziert. Der Aristoteles war ja so ein Universalgenie, der die Wolken beobachtet, die Gesteine beobachtet, wie vielleicht noch Goethe dann im 18., 19. Jahrhundert. Und dann kamen die späteren, die daraus dann eine Meteorologie, eine Botanik, eine wissenschaftliche Physik gemacht haben. Es ist also die erste Wissenschaft genetisch, historisch, weil sich aus dieser Frage, man kann es wirklich mit Goethes Faust sagen, was die Welt im Innersten zusammenhält, die anderen Wissenschaften heraus entwickelt haben. Aber der zweite Punkt ist dann, sie soll auch die erste Wissenschaft sein, weil sie nach den Gründen und Ursachen fragt. Die anderen Wissenschaften bewegen sich immer in einem, ich bleibe ganz in diesem aristotelischen Erkenntnisrahmen, bewegen sich in einer Heuristik. Sie fragen ganz bestimmt, wie verhält sich das Wasser, wie verhalten sich die Wolken. Aber die Philosophie fragt, was ist der Grund, was ist die Archä, die Aitia griechisch, also die Ursache. Und was ist das Bleibende im sich Verändernden und Wechselnden? Also erste Wissenschaft auch in einem, man könnte sagen, in einem Erkenntnisstatus. Platon, der noch eine gute Generation älter war als Aristoteles, dessen Lehrer, ging dann noch mal etwas weiter. Der sagt, ich sage es jetzt etwas burschikos oder etwas salopp, der sagt,
die Philosophie fängt dort an, wo die anderen Wissenschaften enden. Die anderen Wissenschaften haben schon ihre konkreten Ergebnisse, aber die Philosophie fragt in den Grund dieser Ergebnisse, Protoepistemik. Und Herr Renning, ich würde jetzt wirklich sagen, wenn man die Philosophie ernst nimmt, und das möchte ich tun, das glaube ich, tue ich auch, dann ist sie auch heute noch bei einer ganz anderen kulturellen, epistemisch-epistemologischen Szene die erste Wissenschaft, die Grundwissenschaft, die nach dem Gründen, dem, was die Welt im Innersten zusammenhält, den Ursachen fragt und die damit auch die Erkenntnistheorie bereitstellt dessen, was die anderen Wissenschaften fassen können und was sie auch mit ihren Methoden treffen, aber wo auch die Grenzen sind. Das heißt also, ein Physiker oder ein Virologe, die sind großartig, die haben viel mehr Sachkenntnis als ich in ihrem Bereich, ist ja logisch. Aber ihre Bereiche, es sind immer doch noch begrenzte Bereiche der menschlichen Erkenntnis. Die Philosophie geht buchstäblich aufs Ganze. Und ich bin als Mensch, auch als Mann und als Liebender und also so immer gerne aufs Ganze gegangen. Und dann ist letztlich, also nicht mit großen Abenteuern, aber eben doch mit einer gewissen Existenzialität. Und dann ist die Philosophie eben doch wirklich, das habe ich auch früh schon geahnt, das, was einen, was die intellektuellen Ambitionen und auch die existenziellen Fragen verbindet. Und da ist sie eben schon unterschieden von anderen Wissenschaften. Da können wir auch gerne noch drüber sprechen, weil ich glaube, dass die heutigen Philosophen, nicht alle, aber doch die meisten, diese Würde der Philosophie gar nicht so ernst nehmen und dass sie auch gar nicht in der Uni so repräsentiert ist, wie sie eigentlich repräsentiert sein müsste. Also ich meine, das, was ich jetzt meine, in meinem kleinen N=1-Experiment erlebe, in meiner Lebensweise, oder? Das ist eigentlich so, also die Klammer, warum sind wir hier? Was ist, wer sind wir als Mensch, oder? Das ist eigentlich die Essenz des Filters, durch den wir schauen, des Glaubenssystems, das wir in uns tragen, in unserem Unterbewusstsein. Das ist ja wirklich so die Klammer, die alle Einzelbereiche so zusammenhält, beziehungsweise ganz wenn genau. Die nicht da ist oder nicht gefüttert wird, dann ist das alles so ein fragmentiertes, also sinnloses Chaos, ja, möglicherweise. Ja, dann gibt es Chaos und einzelne Inseln zwischen dem. Ich muss da an das Regal hinter Ihnen denken, also diese Einzeldisziplinen oder vielleicht Wissenschaften sind die einzelnen Bücher und vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht die Philosophie ist so die Klammer, die vielleicht also den Rahmen darstellt. Könnte man so sagen, also Sie sehen ja nur einen kleinen Teil meiner Bibliothek, ich will es auch nicht übertreiben. Oh, ja, wow, das geht dann hier hinten noch weiter. Ja. Und gerade in dieser L-Form kommt dann die Philosophie vor. Hier sind Physik und Theologie. Ja. Es ist wirklich, also es ist ein sehr schönes Bild. Sie ist die Klammer, sie ist das eine. Und schauen Sie mal, wenn wir nochmal gleich bei Heidegger andocken. Mhm. Heidegger hat mal gesagt, die Wissenschaft denkt nicht. Das klingt jetzt ja erstmal sehr provokant, weil natürlich ein Heisenberg, Max Bohr, die Leute, die er hatte in seiner Zeit, Max Planck, haben natürlich gedacht mit hoher Virtuosität. Aber er meint damit, das Denken geht nochmal in einen Grund, der vielleicht die Klammer der Wissenschaften ist, aber sich in den Wissenschaften letztlich nicht methodisch einholen lässt. Das ist der Punkt. Und diese Gesamtheit thematisiert die Philosophie. Sie haben von diesen Grundfragen gesprochen, Herr Renning, gerade. Und da gibt es auf alten Schweizer und alemannischen Bauernhöfen von Karl Jaspers viel zitiert und den Spruch, ich weiß nicht, woher ich komme, ich weiß nicht, wohin ich gehe, mich wundert, dass ich fröhlich bin. Also sehr schön, nicht wahr? Und ich habe es auch gesehen, bei manchen steht auch, mich wundert, dass ich traurig bin. Das ist doch interessant, dass diese Wertung dann unterschiedlich ist, aber zu einer Verwunderung führt. Und das Verwundern ist übrigens ein ganz urphilosophischer Impuls. Das steht auch schon bei Platon. Ich habe ja neben Heidegger mich auch sehr intensiv mit Platon beschäftigt. Über den habe ich meine Habilitationsschrift geschrieben, meine Professorenschrift und dann noch einiges nachher gemacht. Bei Platon steht, die Philosophie ist das Taumazein, also das Staunen, wie ein Kind erstaunt über die Welt. Die Welt, die einem Kind begegnet. Und dass ich in dieser Welt bin und diese Welt um mich ist, das ist ja erstmal ein großer Grund zum Staunen, vielleicht manchmal auch zum Erschrecken. Und das sind wirklich die existenziellen Fragen, die in der philosophischen
Weltorientierung, sagen wir mal, aufbrechen. Da kann man jetzt so, wenn man so aus dem, wenn man sich so ein bisschen umschaut oder wenn ich zurückschaue, ja, wirklich wundern und staunen, das findet man ja ganz wenig in unserer Gesellschaft. Wir sind alle irgendwo in unseren Prozessen vielleicht, ich weiß nicht, in so einer Verstandessicht vielleicht irgendwo festgefahren oder gefesselt. Ja? Da ist wenig Raum noch für das kindliche Freude und das Staunen. Ja? Genau. Wir sind ja auch dann immer auf einer Spur und wir müssen funktionieren und so. Und je mehr wir auch in der Taktung einer technischen Gesellschaft und einer sehr stark methodisierten Gesellschaft sind, umso weniger ist Platz für dieses Staunen, für diesen Blick ins Offene. Aber das ist eben gerade die philosophische Kehrtwende. Und wenn man ein ganz berühmtes platonisches Gleichnis nimmt, das jedes Kind, ich weiß nicht, ob heute noch, aber in meiner Schulzeit, nicht kulturkritisch, aber hat man es halt irgendwie gelesen, das Höhlengleichnis. Leute, es ist sehr interessant. Auch das Setting. Die starren an die Wand und sehen dann die Schatten an die Wand gemalt durch das Feuer. Sie sehen auch sich selber und ihresgleichen als Schattenbilder. Und sie meinen, diese Schatten sprechen, aber tatsächlich ist es ja natürlich nicht so. Sie sprechen, aber sie haben nur von den Schatten Kenntnis. Und dann aus der Höhle rausgeführt zu werden in das Tageslicht, was sie ja erstmal gar nicht wollen und wo sie gezwungen werden müssen, ex ananke, durch Zwang gehen sie raus. Das ist diese Kehrtwende. Und ich glaube, das ist schon ein sehr, Platon war halt schon ein ganz großer unserer Zunft, ein Gleichnis, das auch in der heutigen Kulturwelt noch funktioniert, weil wir in einer medial vermittelten Welt leben, in einer institutionell vermittelten Welt leben. Aber uns selber zu begegnen und diesem Licht, was immer das sein mag, diesem Licht jenseits der Schattenfiguren und der Symbolisationen, das führt dann eben in das Erstaunen und auch in das Erschrecken, wer bin ich, wer bist du, was ist die Welt? Ist das dann, also Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, ich habe mich natürlich auch etwas mit Martin Heidegger beschäftigt und er spricht ja auch in einem Zusammenhang von einem Denken, das einem Danken gleicht, ja? Genau. Ja, das ist, Heidegger ist ja überhaupt ein Wortspieler, nicht? Er ist also diesen Worten auf den Grund gegangen, diesen Etymologien, das kann man mögen oder nicht mögen, aber er hat wirklich in die Worte hineingehorcht. Und da gibt es dann Verwandtschaften, die zwischen Worten und Semantiken, die einen doch tiefer führen, dass, wenn man das Denken in diesem Sinne aufs Danken zurückführt, dann heißt das auch, Denken ist nicht einfach nur eine logische Operation, sondern sie hat es damit zu tun, dass wir in der Welt sind, dass wir uns in der Welt finden. Das ist bei Heidegger der Begriff der Geworfenheit. Ja, der christliche Theologe würde sagen, Schöpfung, naja, kann er sagen. Aber erstmal sind wir geworfen. Wir sind in dieser Welt und wir haben letztlich unseren Anfang und unser Ende nicht in der Hand. Das ist also eine ganz elementare Frage. Und jetzt kann ich mich in dieser Welt finden, erschreckt vielleicht auch bis in die Paranoia hinein, wo bin ich da gelandet? Ja, und dann, wenn ein Kind schreit, ich habe das immer wieder, als meine Söhne klein waren, gedacht, ja, wenn die schreien vielleicht nicht nur nach der Mutterbrust oder nach der Milch, sondern sie schreien auch, weil es ihnen die Welt erstmal fremd ist. Die Weltfremdheit ist schon etwas ganz Elementares. Das ist übrigens auch einer der besten Gedanken von Peter Sloterdijk, wie man aus der Weltfremdheit in eine Weltheimat kommt. Das ist ein ganz spannender Weg. Und man kann aber dann auch in diese Dankbarkeit kommen. Da gibt es einen schönen griechischen Begriff, auch der in der Stoa nach Plato eine große Rolle spielt, Eukeiosis. Eukos heißt ja Haus und Eukeiosis heißt zu Hause sein in der Welt. Dass man sagt, ja, da bin ich in immer weitergehenden Umkreis, bin ich beheimatet, den ich nicht konstruieren muss, der da ist. Und ich kann mich dann entwerfen, aber immer in meinem Sein in der Welt. Und
wenn man da eine gewisse Positivität und auch Freude entwickelt, ich habe die sehr stark, also ich bin ein, ich habe natürlich meine Skepsis und ich habe auch meine Freundin sagt, meine Murreligkeiten vor dem Betrieb, aber ich habe eine große Weltfreude und Dankbarkeit. Es ist auch so etwas sehr, die Naivität des Philosophen ist ein bisschen wie ein staunendes Kind. Da kann ich sagen, ja, Dankbarkeit, die mich dann denken lässt. Weil natürlich ist es sehr wichtig, dass man auch zweifelt, dass man fragt, ja, wie ist das und so. Das ist ein wichtiger Operator. Aber die Grundvoraussetzung ist dieses Sein. Und das hat zumindest, also zumindest in der heideggerschen, aristotelischen Linie, das hat erstmal so eine Anfänglichkeit. Und dann kann man wirklich Denken auch mit Danken in eine gewisse Relation führen. Obwohl nicht alles, was wir erleben, natürlich Dank verdient. Aber ja, Matthias Claudius hat mal gesagt, dass ich bin und das schöne menschliche Antlitz habe, das ist der Grund des Staunens und der Freude. Und das ist jedenfalls eine der Anfangsgründe des Philosophierens. Dieses Sein einzuholen im Denken. Ja, also ich habe natürlich nicht das Vokabular, also das, was mir jetzt zu, was mir jetzt in dem Zusammenhang so als Bild kommt, ist, dass das vielleicht eben, also Verstand oder durch die Konditionierung sind wir eigentlich, also das unsere Gedanken, eine Reflexion, unsere Erfahrungen, der Glaubenssätze, der Konditionierung, das heißt ein Spiegel der Vergangenheit. Genau. Vielleicht auch auf die Zukunft gerichtet, um vermeintliche Probleme schon und genau. Sicherheit zu generieren. Das heißt, eigentlich sind das, was uns da irgendwo, wenn wir im Autopilot unterwegs sind, durch die Verstandbrille schauen, eigentlich so über die Zeitachse verstreut. Ja? Also eigentlich von, also aus der Vergangenheit bis in die Zukunft sozusagen, aber nicht im Moment. Und ganz wichtig. Ich meine, also geht es dann, also Sie haben ja auch das Buch, also Buch Heidegger, Ende der Philosophie oder Anfang des Denkens geschrieben. Und ja. Also was gesehen haben, Sie beschreiben Heidegger als vorläufig letzten Denker mit einer Jahrhundertperspektive. Was ist das Besondere auch von Martin Heidegger? Was zeichnet ihn aus oder unterscheidet ihn oder was macht ihn? Also ich möchte ich möchte erstmal mit dieser Frage der Gegenwart und der Zeit nochmal beginnen. Bitte, da haben Sie etwas sehr Wichtiges angesprochen. Ich habe gerade mit meiner, ich weiß nicht, ob es so kommt, mit meiner Freundin Christina Schippling noch ein bisschen in die andere Richtung. So, ja, aber so man kann, ja, super, ja, genau. Im Schwabe Verlag. Bewusstseinssprung. Ja. Das ist ein Dialog, den wir geführt haben und das im Schwabe Verlag erschienen, gerade vor drei Wochen. Das können wir natürlich auch unten verlinken nachher. Ja. Kann man auch verlinken, kann wunderbar. Ich, genau, ja. Muss nicht Werbung sein, aber ich glaube, es ist ein sehr gutes Buch, würde rein. Weil wir da eben gerade versucht haben, die Reflexion, auch die, wie Sie sagen, den Autopiloten, den Menschen in der Konfiguration seines Gedächtnisses einerseits zu thematisieren und andererseits diese Möglichkeit, in eine Gegenwart zu kommen. Man könnte auch sagen, zwischen der wissenschaftlichen und der weisheitlichen Weltsicht, diese Dimensionen zu erkunden und diesen Sprung zu vollziehen. Und die Philosophie ist da, würde ich auch sagen, der Transmissionspunkt. Das ist das, was dazwischen läuft. Die Philosophie ist dann natürlich auch wissenschaftlich. Ich halte es deswegen auch für sehr wichtig, dass die Philosophie interdisziplinär arbeitet, dass sie also auch zur Kenntnis nimmt, was zum Beispiel die Hirnforschung, die Physik und so weiter thematisiert und dass sie aber auch zur Kenntnis nimmt, was beispielsweise die Religionen, die Erlösungsfragen der Menschheit sind. Wie komme ich in einen anderen Zustand? Einen Zustand der Ruhe, der Gelassenheit, Buddhismus, auch das Christentum, in diese andere Weltsicht, in diese nicht haftende Welt des Einen und Ganzen. Und das haben wir gerade, deswegen heißt das Bewusstseinssprung, haben wir gerade versucht auszuloten. Und wenn man in diese Dimension geht, ich würde nicht sagen, dass wir alles bewältigt haben, aber dann kann man auch wirklich die existenzielle Kraft der Philosophie bis in die Gegenwart sehen. Und man kann eigentlich sagen, dass viele Fragen des Menschen, der Menschen,
Ja, wie komme ich zur Ruhe? Wie komme ich zu einer Sinnbestimmung? Wie komme ich auch zu einem Frieden mit mir selber? Herr Rilling, wir leben in einer Welt, die von großen Konflikten wieder bestimmt ist. Wir leben in einer geradezu bedrängenden geostrategischen Welt. Aber was macht denn den Frieden? Der Friede muss immer irgendwie auch ein Friede mit sich selber sein, am Grunde. Und die Philosophie kann jetzt natürlich irgendwie angewandte Ethiken machen und sowas, kann sie machen, aber man muss wirklich in die Tiefe des Menschseins und in der Weltseins kommen. Und wenn man nicht, das klingt jetzt etwas pauschal, aber es ist eben doch zugleich sehr, sehr konkret, wenn man nicht mit sich selber Frieden hat, dann wird man auch in der Welt keinen Frieden finden. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Heidegger, um jetzt den zweiten Teil nochmal etwas aufzuspießen. Heidegger hat ja letztlich gestartet in seiner Zeit, seinem Hauptwerk 1927, seinem ersten Hauptwerk, da war er noch nicht mal 40 Jahre alt, mit der Frage, was ist der Sinn von Sein? Also was ist, nicht was ist der Sinn meines Lebens, sondern was ist der Seinssinn im Ganzen? Und was ist das menschliche in der Welt Sein? Das ist überhaupt keine theoretische Frage zunächst mal, sondern es ist eine existenzielle Frage. Und es ist eine Frage, die nennt er auch fundamental ontologisch, also den Grund der Ontologie betreffend, die über die ontologisch-ontischen Fragen, ja, was ist Wissenschaft, was ist Denken und so, hinausführt in diese Grundfrage. Und dann sagt er, da vieles und sehr differenziert, aber er sagt im Wesentlichen, der Mensch ist geworfener Entwurf. Er ist hineingeworfen in die Welt, das muss man auch gar nicht schöpfungstheologisch oder irgendwie theologisch-religiös erklären, er ist geworfen, wir finden uns vor, und er ist zugleich fähig zum Entwurf. Und man kann natürlich so schöne Experimente machen wie Descartes, dass man sagt, ja, hier Subjekt, dort Objekt, res cogitans, res extensa, kann man machen, ist auch legitim, ist auch wichtig, aber im Grunde ist unser Sein immer mit dem und unser Dasein, also unsere menschliche Existenz, mit dem Dasein der Welt verbunden und verflochten. Wir sind in Korrelationen. Das ist übrigens eine Sache, die auch die jüdische Philosophie, und da kommen wir an eine sehr paradoxe und auch teilweise abgründige Frage Heideggers, die jüdische Philosophie immer thematisiert hat, von der ganz elementaren jüdischen Konstellation, der Mensch steht in einem Bund mit Gott und auch in einem Bund mit seinesgleichen. Und das ist ja nun so, wir können dann über Heideggers NS-Vergangenheit auch gerne noch reden, obwohl sie nicht schön ist. Aber was viele jüdische Freunde an Heidegger fasziniert hat, auch Hannah Arendt, seine Lebensliebe, die nicht seine Ehefrau wurde, aus guten Gründen, was die fasziniert hat, ist dieses Korrelative. Dass wir also immer in der Welt uns vorfinden und dass die Anwendung eigentlich gar kein externes Problem ist, sondern es hängt mit dem Existenziellen, mit den Sinnfragen hängen immer auch die Intersubjektivität, die interweltlichen Dinge zusammen. Wir können uns nicht herausnehmen aus unseren Kontexten. Wir sind immer verstrickt in Geschichte, verstrickt in Natur, verstrickt und verwoben in einem Weltzusammenhang. Und das ist eigentlich eine Frage, die vor den theoretischen erkenntnistheoretischen Fragen liegt. Also ich habe gerade den Bewusstseinssprung thematisiert, aber man muss ja wirklich sagen, die Erkenntnistheorie und auch die Philosophie insgesamt will, wenn sie akademisch wird, die Dinge sehr genau mit dem Seziermesser auseinandernehmen und so. Aber das, was erstmal vortheoretisch zugrunde liegt, das ist wirklich unser in der Welt sein, unsere Existenz. Und die ist korrelativ. Und da hat Heidegger auch dazu formuliert, die Bedeutung ist das Primäre, also nicht die Thesen oder die Gesetze, sondern die Bedeutung. Und die Bedeutung ist immer eine Bedeutung für dich und mich, die ist immer eine Bedeutung in Korrelation. Das halte ich für eine der ganz entscheidenden Initiationen, Anfänge von Heidegger. Da können wir auch dann noch in andere Erkenntnisse weitergehen. Aber die halte ich für ganz entscheidend und die ist erstaunlicherweise auch ein Korrelationsdenken der jüdischen Philosophie im 20. Jahrhundert, die natürlich eine lange Geschichte hat, sehr eng verflochten gewesen erstmal. Also in allem zusammen hat er auch, hat er ja auch gesagt, der Mensch ist der Platzhalter des Nichts.
Ja, ja, genau. Also, spricht über das Nichts, das Sein, in welcher Relation oder was bedeutet das? Genau. Das ist natürlich oder was ist auch der Sinn des Seins? Hat er einen Sinn gefunden? Ja, fangen wir mal mit dem Nichts an. Mhm. Es gibt einen ganz berühmten und auch sehr schönen Text Heideggers, das ist eine Antrittsvorlesung in Freiburg, Was ist Metaphysik, aus dem Juli 1929, wo er einen Satz zitiert, einen Kernsatz von Leibniz, von Schelling auch wiederholt, warum ist Seiendes und nicht vielmehr Nichts? Also da würde man erstmal sagen, das ist wirklich die Frage von Sein und Nichts. Was macht es denn, dass wir hier in einer Welt des Seienden leben und nicht in einer Welt des Nichts leben? Und Heidegger hat das umgedreht. Er hat dann immer auch so ein bisschen mit den Worten gespielt. Er war ja wirklich ein Spieler, so wie so ein, also nicht wie ein Spieler am Roulette-Tisch in Baden-Baden, obwohl Meßkirch nicht sehr weit davon entfernt ist, sondern wirklich ein Wortspieler, so wie so ein Bauer. Er war bauernschlau. Warum hat er das gemacht? Um uns genau in diesem Zustand der Verwunderung zu führen? Genau, um in diesen Zustand der Verwunderung zu kommen und um wirklich wieder die philosophischen Fragen von Grund auf zu stellen. Also einer aus seiner Schienen auszubrechen, sozusagen. Aus Schienen und Denkgewohnheiten auszubrechen, ganz genau. Mhm. Einer seiner besten Schüler, Walter Schulz, der war auch jahrzehntelang, Sie haben auch in Tübingen studiert, er war da jahrzehntelang Ordinarius für Philosophie. Der Walter Schulz hat mal im Porträt von zu Heidegger gesagt, er denkt, als stünde Heraklit neben ihm. Heraklit ist ein Urphilosoph, ein Archephilosopher, 6. bis 5. Jahrhundert vor Christus, vor unserer Zeitrechnung. Der Logos, die Physis, die Natur, solche Fragmente hat er hinterlassen. Und da hat der Walter Schulz was begriffen. Genau mit dieser elementaren Kraft denkt auch Heidegger, weil er sich wieder verwundert über die Dinge, auch erschreckt über die Dinge. Und jetzt zu dieser Wendung Sein und Nichts. Heidegger sagt dann, naja, warum ist Seiendes und nicht vielmehr Nichts? Das Nichts kann man ja sehr schwer fassen. Wir fürchten es vielleicht. Wir fürchten, dass wir nach unserem Tod zerfallen in nichts oder wir nehmen es gelassen. Wir wissen auch, durch die Entropie wird der Kosmos irgendwann in nichts übergehen, nach aller Wahrscheinlichkeit, die auch die Physik aufstellt und so. Aber das Nichts zu denken, heißt ja erstmal eine Formlosigkeit zu denken, eine Leerheit zu denken, die nicht besetzt ist durch Gegenstände, nicht durch Naturgesetze und Regularien bestimmt ist, sondern die uns in diesen leeren Raum hineinführt. Und jetzt kann ich natürlich da diesen Satz, nochmal zu diesem Satz, warum ist Seiendes und nicht vielmehr nichts? Ich kann den gleich eichen, sagen, ja, da ist das Sein und dann kommen wir zum Nichts. Oder ich kann mich in den Schwebezustand zwischen Sein und Nichts begeben und die Sinnfrage bewegt sich dann gerade dazwischen. Und Heidegger hat eben provokanterweise den Gedanken nahegelegt, wenn ich nach dem Sein am Grund, dem Sein in allem Seienden frage, wonach die Philosophie nie gefragt habe, so seine These, dann frage ich nach dem Nichts. Also Sein, die tiefe Seinsfrage, ist eigentlich die Frage nach dem Nichts des geformten, intentionalen, bestimmten Seienden. Nichts von Seienden. Die Formlosigkeit, und da sind wir auch wieder beim Bewusstseinssprung, nicht die geformte, inhaltlich bestimmte Welt, sondern dieser Leerraum, der leere Raum um Welt und Ich, hat Gottfried Benn das mal genannt in einem seiner schönsten Gedichte, da hinein führt das Denken. Und Herr Relling, das möchte ich noch sagen, Philosophie historisch, das ist nicht einfach eine heideggersche Idiosynkrasie, sondern das haben andere auch schon gehabt, zum Beispiel Hegel. Hegel hat am Beginn seiner Logik, die ja eigentlich das, Kategoriensystem seines Denkens ist, gesagt, Sein und Nichts, wenn man wirklich in diese Dimensionen geht, das ist irgendwie identisch, weil das die absolute Grundfrage ist, hinter die man nicht mehr zurückkommt und wo man tiefer kann man nicht fragen, wie zwischen Sein und Nichts. Und es ist zugleich die absolute Differenz. Also Sein und Nichts, hier weit auseinander und zugleich in einer letztlichen Identität der Tiefe des Fragens. Und
da, wie immer dann die Relation zwischen Heidegger und Hegel noch weiter gehen, da kann man ja viel darüber philosophieren, aber da berühren sich die beiden sehr entscheidend. Warum ist Seiendes und nicht vielmehr nichts? Geht es dann eigentlich vielleicht auch darum, gerade eben, also keine Antworten zu geben, sondern eben die Fragen vielleicht zu liefern oder beziehungsweise die Definition oder Konzepte, die vielleicht schon irgendwo gegeben sind, die wir aufschnappen, die wir lernen, in denen wir uns begeben, durch diesen neuen, ich weiß nicht, durch diese Fragen vielleicht helfen zu zersetzen, sodass eben die Erfahrung, also die hinter dem Konzept steckt, vielleicht erst also wieder möglich wird. Also ich meine, das ist so. Ganz genau, das würde ich sehr bestärken, was Sie zuletzt sagen. Ihr schöner Podcast heißt ja Beyond Perception. Ja, genau. Jenseits und über hinaus, also Trans, Beyond ist Trans, diese Transbewegung, der Wahrnehmung, der Erfahrung. Und genau das ist es ja, dass man mit der Erfahrung über die geformten Begriffe, wissenschaftlichen Begriffe hinausgeht. Erfahrung ist ja auch von Anfang an, auch schon wieder bei Aristoteles, Empiria, der Grundbegriff Aisthesis, davon geht man aus. Und die Aisthesis ist eben nicht begrenzt auf das, was wir definitorisch erfassen können, in einzelnen Entitäten erfassen können, sondern es ist die Erfahrung mit uns selber, auch indem wir hinausgehen, indem wir in diese Grundfragen, von denen wir etwas gesprochen haben, hineingehen. Und da würde ich in der Tat sagen, so ist es bei Heidegger. Genau das ist sein Impuls. Er ist ein Fragender, ein Fragesteller. Das war ihm immer wichtiger, als nochmal eine Theorie aufzustellen, nochmal eine Definition aufzustellen. Die Definition eigentlich zu durchbrechen, zu verflüssigen und in eine Fragebewegung zu kommen. Und seine Auffassung ist, nach dem Sein kann man eigentlich nur fragen. Man kann nicht keine Seinsthese aufstellen. Da wäre man schon beim Seienden, dass man dann definiert. Definition ist ja immer Begrenzung, Umgrenzung. Aber wenn das Sein wirklich diese umfassende Bedeutungsdimension hat, dann führt das über die konkreten und distinkten Definitionen hinaus. Und das kann man nur im Fragen erreichen. Also da sehe ich auch eine große Bedeutung von Heidegger. Sein Denken ist ein fragendes Denken. Und ich habe auch seine ganzen 120 Bände da, die hier auch bei mir stehen, durchgearbeitet, sonst sollte man über so einen Denker auch nicht Bücher schreiben, das ist die Mindestanforderung. Ich habe viele dieser Vorlesungen habe ich auch gelesen im Laufe meines Lebens mit der Erwartung, nun gibt er eine Antwort, was ist die Zeit und was ist Geschichte? Aber das Aufregende ist eigentlich immer, wo er am spannendsten wird und gerade am Ende, da kommt ein ganzer Kataklysmus, ein ganzer Wasserfall von Fragen. Und die Fragen führen nicht in eine Antwort, aber die Fragen bilden so ein Netz, in dem man weiterdenken kann. Das finde ich ganz faszinierend. Übrigens, Herr Relling, auch der alte Sokrates hat ja gefragt. Der ging auf den Markt in Athen und hat die Leute gefragt, die so genau zu wissen meinten, was Gerechtigkeit ist und was sonst was ist. Ja. Tiestin, die Kaiosyne, was ist denn nun die Gerechtigkeit? Und aus dieser Fragebewegung ist immer die Philosophie dann auch entsprungen und hervorgegangen. Und da ist Heidegger in einer sehr guten Gesellschaft, würde ich sagen. Er hat, glaube ich, geschrieben, dass Fragen ist die Frömmigkeit des Denkens, nicht? Das ist ja ganz interessant, da ein bisschen drüber nachzudenken. Das ist ein sehr interessanter Punkt, genau. Ja, also es hat nicht nur der Glaube eine Frömmigkeit, das ist vielleicht der Ritus oder das Gebet oder however, sondern auch das Denken hat eine Frömmigkeit, also eine Haltung, in der es wirklich in sein Innerstes kommt. Und das ist das Fragen und nicht das Antworten und nicht das Definieren. Das ist schon, da gibt es einen interessanten Briefwechsel mit Hannah Arendt an diesem Punkt, wo sie sich über diese Frage austauschen. Und da gab es also dann so, ich habe ich auch vor 2 Jahren, als ich das Heidegger Lexikon geschrieben habe, diese Dinge nochmal zur Kenntnis genommen. Da sagt die Arendt, ja, ich verstehe genau, was du meinst. Aber die Wissenschaftler haben gesagt, na, was ist das? Frömmigkeit des Denkens ist doch Blödsinn. Aber es ist wirklich so, also sehr schön, dass Sie es zitieren, Frömmigkeit ist ja auch nicht Frömmelei, sondern es ist eine Haltung, die den Menschen auf seinen Grund führt. Ein gläubiger Mensch hat wirklich in der Frömmigkeit seinen Grund. Und ein Philosoph hätte dann nach Heidegger im Fragen diesen Grund.
Und der Grund ist eben nicht ein fixierbarer, sondern er führt immer in weiteres Fragen, aber in ein Fragen, das in den Tiefen immer weitergeht. Und diese Fragebewegung hat mich immer auch an Heidegger fasziniert. Das ist sehr richtig. Und er zielt das dann in dem Sinne auch darauf ab, also dass es keine ultimativen Antworten gibt. Und das, also ich glaube, also Zen zum Beispiel, da geht es ja eigentlich auch um die Haltung des Ich weiß nicht. Also dieses, Don't know mind, ja, zu kultivieren. Ja. Hat das hier Parallelen in dem Sinne, dass es vielleicht auch einfach diese Frömmigkeit vor dem Leben vielleicht, dass es eben keine, vielleicht wie der Verstand das vielleicht anfängt zu konstruieren, so illusionäre Sicherheit uns versucht zu kreieren durch Konzepte, durch was auch immer, also eben geschaffene Abbilder von dem, was ist, und das aber eben nicht real ist letztlich? Das würde ich sehr, sehr zustimmen. Also zwischen Heidegger und dieser Zen-Weisheit gibt es absolut Nähen und Ähnlichkeiten. Er hat ja dann auch Korrespondenzen gehabt mit japanischen Gelehrten aus der Kyoto-Schule. Es gibt jetzt endlich eine gute Heidegger-Biografie, an der mich eigentlich nur stört, dass ich sie nicht selber geschrieben habe und nicht mehr schreiben muss, von Lorenz Jäger. Das ist eine hervorragende Biografie. Okay. Ja. Also Safranski hat ja vor 25 Jahren auch was ganz Schönes gemacht, war ein Bestseller, aber Safranski ist sehr weit, er mag es mir nachsehen, wenn er unseren Podcast hört, sehr weit von Heideggers Denken weg. Der Jäger hat natürlich jetzt auch eine ganz andere Quellenbasis, und der Jäger zitiert dann am Ende zen-buddhistische Reaktionen auf Heidegger und zitiert dann auch Heidegger im Blick darauf. Diese letzten 6 Seiten sind ganz, ganz genial. Und dann sagt er, ist das noch Philosophie oder ist das schon zen-buddhistische Weisheit? Also zum Beispiel der Baum vor dem Fenster, der seine Zweige streckt. Und ich betrachte diesen Baum, ich mache nichts weiter. Und an diesem Baum kommen meine Lebensfragen in die Schwingung und eine Art Entsprechung, die mich ja auch in das Rätsel meines Daseins führt, die Membran zwischen innen und außen immer weiter verflüssigen lässt. Das kann es ja auch zwischen Liebenden geben. Ich bin du, du bist ich. Gibt es natürlich nur in seltenen Glücksmomenten, aber es gibt das. Und es kann das auch zur Natur geben, zu Naturphänomenen. Da schwingt etwas. Es ist ein Schwingungsverhältnis. Nicht ein thetisches Erklärungsverhältnis. Und da ist Heidegger doch sehr nahe gewesen an solchen Grunderfahrungen, die eigentlich in der westlichen Wissenschaft und Theorie eher verdrängt worden sind, aber in der Zen-Tradition durch Jahrhunderte, Jahrtausende, kann man sagen, lebendig geblieben sind. Und das meinte ich ja auch mit dem Untertitel meiner Heidegger-Monographie, Ende der Philosophie, davon sprach er auch selber. Er dachte, ja, die Metaphysik kommt irgendwo an ihr Ende, gerade auch in der Wissenschaft. Die Wissenschaft ist so revolutionär geworden, hat alles erfasst, Kybernetik und so, Atommodelle. Natürlich, selbst vor 60, 50 Jahren, als Heidegger das noch zur Kenntnis nahm, da sah man, da ist eine ganz große Bewegung. Ich würde mir wünschen, dass er noch die Digitalisierung wahrgenommen hätte in der vollen Dimension in seiner Technikphilosophie. Da hätte er noch mal richtig vom Leder ziehen können. Aber gerade wenn die Philosophie im herkömmlichen Sinne diese Universalerklärung nicht mehr leisten kann, dann beginnt die Frage des Denkens, die Sache des Denkens. Und die führt eben eher in solche meditativen, tiefen Strukturen, wie es die Zen-Weisheit auch impliziert. Ich meine, wir werden jetzt in diesem Jahr, wenn wir Glück haben, durch Japan auch reisen mit Heidegger mit ein paar Tagen. Ich war noch nie in Japan, zu meiner Schande. Und ich möchte da in Kyoto dann auch über Heidegger sprechen, aber auch von diesen Menschen lernen, was Zen und Phänomenologie bedeutet. Ein kurzes Wort noch. Phänomenologie, das ist ja Husserl gewesen, man kann sagen, Ahnherr von Heidegger, obwohl er nicht im akademischen Sinn sein Lehrer war, der jüdische große Begründer der Phänomenologie. Und der Husserl hat immer gesagt, wenn wir die Erscheinungen selber wahrnehmen, sodass in der Erscheinung das Wesen aufgeht, dann
ist das außertheoretisch, das ist vortheoretisch. Das ist nicht eine Theoriebildung. Die Theoriebildung kann daraus hervorgehen, aber wir gehen dann in einen Grund, der der Theorie vorausgeht. Und da steht Heidegger durchaus in einer Kontinuität mit Husserl, dass er daraus wirklich dann die Konsequenz zieht. Also in dieses nicht definierende, nochmal staunende, korrespondierende, entsprechende Verhältnis von Welt, Mensch und Ich hineinzugehen. Die Zen-Meditation läuft ja auch wesentlich, hat wesentlich zum Inhalt, dass man sich nicht Büchern bedient und Bibliotheken, sondern dass man dann haut der Lehrer mit dem Stock auf den Boden, gibt einen Koan auf, ein Rätselwort und der Schüler, wenn er dann, der soll... Das Gras wächst. Genau, das Gras wächst. Das ist ja erstmal eine Banalität oder auch ein unglaublich erstaunliches Faktum. Und da sollst du zum Erwecken kommen an einem solchen Punkt. Das ist der Punkt, genau. Spannend, das ist eigentlich ja, ein philosophischer Zugang zur Spiritualität oder vielleicht ist das ja auch nur wieder Beschreibungen. Ja, aber ja, ich würde auch sagen, Spiritualität und Philosophie sind eigentlich zum Unglück im Westen so auseinandergerissen worden. Okay, ja. Heidegger ist durchaus jemand, der eine Brücke baut zwischen beiden, der diese Zusammengehörigkeit wieder zeigt. Auch Husserl schon, aber Heidegger natürlich mit seiner Seinsfrage, ja, nicht Seinsthese, auch nochmal ganz explizit. Könnte man das vielleicht auch vielleicht in der Art und Weise umschreiben? Also wir im Westen sind ja sehr verstandlastig, sage ich mal, ja, im Vergleich jetzt vielleicht zu, weiß nicht, dem indischen Kulturraum oder vielleicht, ja, das sage ich mal, und dass wir einen anderen Zugang brauchen, um uns diese Erfahrungsdimension erschließen zu können, ja, dass das uns das vielleicht, weil wir im Verstand, also verstandlastig sind, vielleicht ein bisschen weiter entfernt ist und das vielleicht, ich weiß nicht, Heidegger eben durch Worte den Verstand wieder öffnet, um vielleicht aus dem Verstand wieder in diese Erfahrungs... Ja, finde ich, find ich eine sehr treffende Beschreibung, Annäherung. Und gerade auch, weil Sie von den Worten sprechen, genau, ja. Das wollen wir auch mal thematisieren, spielt ja die Sprache eine ganz entscheidende Rolle. Ja. Er sagt dann, diese späten philosophischen Arbeiten sind wesentlich auf die Sprache gerichtet, unterwegs zur Sprache, wo er auch sagt, es ist ja so ein altes Grundmotiv, schon bei Aristoteles wieder, auf den kommt man immer wieder zurück. Der Mensch ist das Wesen, das Sprache hat. Zoon, Logon, Echon, das Tier, das Sprache hat. Und Heidegger sagt, nee, wir haben nicht die Sprache, sondern die Sprache hat uns. Die Sprache, wir sind in der Sprache. Also die Sprache, wenn die Bedeutung das Primäre ist, dann eröffnet immer die Sprache diesen Weltzugang. Und das heißt eben auch, in der Sprache liegt sowohl das Denken, als auch das Meditative, die Stille, also der Bewusstseinssprung, der liegt eigentlich immer in der Sprache. Genau das vollzieht sich in der Sprache. Und was macht denn dann Heidegger? Er interpretiert, auch weil er an den Philosophen verzweifelt, an denen der eigenen Zeit sowieso, aber auch an den Klassikern, er interpretiert die Dichtung. Er interpretiert große Gedichte, in denen die Sprache von der Seinserfahrung selber her spricht. Und da ist für ihn natürlich Hölderlin ganz wichtig gewesen. Hölderlins Lyrik, das war auch die gemeinsame schwäbische Vergangenheit oder die schwäbische Prägung. Und der späte Hölderlin, der das wirklich dann auch so thematisiert hat, was bleibet aber, stiften die Dichter? Das ist nur ein Satz unter vielen in der Feiertagshymne. Also diese Dynamik, in denen große Dichtung, ohne auf den Begriff zu kommen, große Dichtung ist ja meistens nicht begrifflich, kann es auch sein, soll man nicht ausschließen, aber vor allem thematisiert sie eine Erfahrung, eine Seins- und Welterfahrung, sehr konkret, dem nachzugehen. Und wenn der Philosoph dann auch sich zur Aufgabe macht, die Dichtung, der Dichtung nachzugehen, nicht wie ein Germanist, der die Dinge so analysiert, sondern wirklich in den Strom des Gedichtes hineinzukommen, dann hat er da einen Zugang, man könnte sagen, zu den Mysterien des Seins selber, die ihm theoretisch sich versagen. Also der Dichter operiert dann irgendwo an der Grenze zwischen propositionalen, theoretischen Sprechen und Schweigen.
Und die Sprache wird am eminentesten dort, wo sie dichterische Sprache ist. Das war Heideggers Überzeugung. Und das hat er eben dann auch in den letzten 25 Jahren seines Lebens ziemlich exzessiv auch praktiziert. Ich habe jetzt gerade mit der Heidegger-Gesellschaft eine Tagung gemacht im letzten September über Heidegger Dichtung und Kunst, um dieser Spur nochmal explizit nachzugehen. Da machen wir jetzt gerade den Sammelband fertig dazu. Und genau, wenn ich auch in meinem Buch dann gesagt habe, ja, der Anfang des Denkens, dann hat der Anfang des Denkens sehr viel für Heidegger zu tun mit der Dichtung, die uns so einen Weltzugang eröffnet, in uns keine Theorie und keine philosophische Semantik, Semiotik so eröffnen würde. Genau. Ja, ich habe nur gelesen, ein Spiegeljournalist hat, glaube ich, mal beschrieben, also er hat die ärgerliche Angewohnheit, Deutsch zu sprechen. Ja, also, ja. Und hat da also auch einige neue Wortkreationen sozusagen genau. in die Welt gebracht. Nicht? Genau. Das ist ja ganz, und zum Beispiel Wahrheit als Unverborgenheit. Das ist ja ganz prominent. Und wenn man das jetzt griechisch macht, aleta, ja, ne, das ist ein Alpha-Privativum, also wie ein Nicht oder Un. Lete ist der Strom des Vergessens, des Verbergens. Und dann muss man sagen, ja, das ist dann eben das Unverborgene, das vielleicht auch das Unverdrängte. Also Wahrheit könnte dann auch das sein, was aus der Verdrängung herausgenommen ist. Irgendwie ist die Verborgenheit gerade des Seins der Naturzustand des Menschen oder auch die Verdrängung ist ein Naturzustand, aber das dann in die Privation zu nehmen, das ist die eigentliche Entdeckung, dass die Phänomene erscheinen. Also das, so hat Heidegger halt dann auch an der Sprache entlang Phänomene neu und ungeahnt zu denken versucht. Und wie hat Heidegger Wahrheit definiert oder was war für ihn? Ja, also die klassische Wahrheitsdefinition ist ja entweder kohärenztheoretisch, dann ist es die Kohärenz, also die Stimmigkeit in einer Theorie, dass ein Satz in eine Theorie sich einpasst und dort eine Rolle spielt, dass letztlich ein Setting von verschiedenen Thesen sich wechselseitig beleuchtet. Und es gibt die korrespondenztheoretische Wahrheitskonzeption, da ist Wahrheit die Übereinstimmung von Denken und Sache oder von Begriff und Sache, also dass der Begriff genau das beschreibt, wie die Sache ist. Tarski, der Satz Schnee ist weiß, ist genau dann wahr und nur dann, wenn der Schnee weiß ist. Und das kann ich dann empirisch oder sonst wie verifizieren. Und für Heidegger ist es eben, ist das nicht genug? Oder ist das nur eine abgeleitete, beides nur abgeleitete Form von Wahrheit? Für Heidegger ist Wahrheit ein Entdeckungszusammenhang, ein Entbergungszusammenhang. Also Entbergung ist auch so ein Neuwort. Das heißt, wahr ist etwas, wenn ein Phänomen durch diese Auslegung, durch dieses Denken, durch diese Hermeneutik, da zeige ich auch gleich noch was dazu, und diese Phänomenologie sichtbar gemacht wird. Er spricht vom delotischen Wahrheitsbegriff, also Delun, dass etwas, man könnte auch sagen, feines Teil, dass etwas erscheint. Die Wahrheit lässt, oder das wahrheitliche Aussagen lässt die Dinge so erscheinen, wie sie sind. Das ist übrigens, das hat er damals noch gar nicht gewusst, als er das geschrieben hat, etwas, was sehr nah an Goethe ist. Der Heidegger hat Goethes naturwissenschaftliche Schriften sehr spät erst zur Kenntnis genommen. Er hat zu seinem 70. Geburtstag eine Goethe-Gesamtausgabe geschenkt bekommen und dann hat er das gelesen. Aber Goethe macht das ja wunderbar schon, obwohl er kein Philosoph ist. Der sagt ja, also die Urpflanze findet in Neapel und dann in Sizilien, sagt er, da habe ich mir eine Idee gemacht, einen Begriff gemacht, aber ich muss es sehen. Also das Sehen des Gedankens verifiziert erst, wo es ein Phänomen gibt, wo es eine Pflanze gibt, die das wirklich auch übertrifft, die mir ins Auge scheint, ins Auge strahlt. So wahr, so sei die Metamorphose. Die ist keine Theorie, sondern sie ist eine Erscheinung. Und genau das ist natürlich dann auch für die Phänomenologie eigentlich der Zugriff gewesen, vortheoretisch, außertheoretisch. Die Wahrheit ist das Erscheinen einer Evidenz in den Grenzen
in denen es sich zeigt, aber in den Grenzen auch wirklich sich zeigt. Also, das ist natürlich provokant, Herr Rilling, gegenüber der neuzeitlichen Epistemologie. Der große Kant, der bleibt auch ein großer Mensch, hat ja gesagt, ja, wir kommen nur an die Erscheinungen, nicht an das Ding an sich, an das Wesen. Und diese Linie Goethe, Husserl, auch Nietzsche in gewisser Weise, Heidegger, die sagen dagegen, nein, wo ich etwas sehe, und zwar nicht nur als Einzelding sehe, sondern wirklich in seinem Erscheinen sehe, und da geht mir ein Bedeutungszusammenhang, ein Bewandtniszusammenhang auf, da habe ich das Wesen in der Erscheinung. Und das ist dann Wahrheit, das ist eine Evidenz. So wahr, so seien, sagt Goethe mal, also eine Muschel sieht am Meeresstrand in Neapel. Ja, da ist man einfach geflasht, würde die junge Generation sagen, ein paar Jahre jünger als wir. Da ist man wirklich, da, das ist es, ja. Und da fragt man auch nicht mehr, ist es das nicht, sondern da hat man es in der Erscheinung. Und dieses Delotische, also dieses wirklich Entbergende, das ist für Heidegger dann der Grundsinn von Wahrheit, wo die Lethe sich wirklich zeigt, ja, wo die Aletheia ja sich ereignet, könnte man sagen, wo das Verborgene sich in einer Erscheinung, einer Gestalt offenbart und manifestiert. Und die zwei Dinge, wo ich noch so eine Fußnote gemacht habe, das hat etwas Phänomenologisches, weil das wirklich eine genaue Beschreibung des Phänomens voraussetzt. Und es hat etwas Hermeneutisches, aber nicht Hermeneutik, wie man Texthermeneutik macht, sondern ein Verstehen der Welt und unseres in der Welt Seins, auch unsere Existenz, kann man ja so begreifen. Heidegger hat schon sehr früh als junger Privatdozent und außerplanmäßiger Professor von der Hermeneutik der Faktizität gesprochen, also dem Erscheinen dieser Wirklichkeit, dieses Faktischen. An dem ist dann auch sein Wahrheitsbegriff vortheoretisch und außertheoretisch sehr stark orientiert. Interessant, ja. Also ich muss sagen, dass also ja, also ich immer wieder neue oder Begriffe oder eigentlich auch die deutsche Sprache eigentlich auch erst jetzt so entdecke, sag ich mal. Ja? Also ja. Ich entdecke, dass der Wortschatz, mit dem ich den Großteil meines Lebens verbracht habe, ja scheinbar sehr begrenzt, begrenzt war oder ist. Ja? Oder die deutsche Sprache ist sehr reich, sodass man immer wieder weiterlernt. Das ist ja, auch eine schöne Sache. Ja. Also ich meine, im heutigen Gespräch, aber natürlich auch jetzt ja, also über die letzten Monate, Jahre, sag ich mal, also tauchen immer wieder neue Begriffe auf, mit denen man, also die zu Beginn erst einmal nichtssagend sind, ja, wenn man sich dann dem beschäftigt, was dahinter sich verbirgt, dann kann man wieder Parallelen zu den eigenen Erfahrungen ziehen und damit vielleicht auch überhaupt erst etwas ausdrucken, rausdrücken, was vielleicht einfach nur mal als Erfahrung, als Idee vielleicht irgendwo herumgegeistert ist, aber an die Sprache gefehlt hat, etwas, also das tatsächlich auch ausdrücken zu können oder zu formulieren. Ganz also genau. Das entdecke ich immer wieder oder das natürlich auch erst durch neue Begriffe oder auch das, was sich dahinter verbirgt, eigentlich also neue Räume erschließen, über die man nachdenken kann, mit denen man sich beschäftigen kann. Also das, in dem Zusammenhang natürlich auch, also Sie haben jetzt immer wieder Begriffe erwähnt, Phänomenologie, Hermeneutik, Ontologie oder auch die Metaphysik, also vielleicht auch ein oder der andere Zuschauer sind diese Begriffe geläufig, aber Sie haben ja auch jetzt schon mal ganz kurz also die Begriffe zumindest umschrieben. Ich wollte Sie da noch mal kurz drauf eingehen. Was also das sind ja, die vier können wir ganz kurz machen und thematisieren, obwohl das kein Proseminar ist, aber das können wir doch gerne spielerisch machen. Also Metaphysik ist als Begriff erstmals bei Aristoteles genannt worden und das ist eine Richtungsbeschreibung. Das heißt Metataphysica, über die physischen Dinge hinausgehend. Und das heißt also, die Physik beschreibt das Werdende und Vergehende, gibt Naturgesetze an und so weiter. Und die Metaphysik fragt eigentlich, was ist der Kern? Was ist das, was diese physischen Dinge verbindet? Was ist das zugrunde liegende? Insofern ist Metaphysik dann auch ein Synonym geworden für die Philosophie. Die Philosophie, die nach dem Kern und dem Grund fragt, die bleibt nicht in der physischen Welt, da könnt dann ist die Naturphilosophie leicht, sondern sie fragt wirklich nach dem Kern, der das zusammenhält.
Und ein Wesen, das ist auch lange vor Heidegger und Hegel, ein wesentlicher Zweig der Metaphysik ist dann die Ontologie, die Lehre vom Sein, die Frage nach dem Sein. Was ist also dieses Sein, das wir immer benennen, auch in verschiedener Weise und Form? Wir sagen, die Rose ist rot, die Rose ist schön, die von meinem Fenster blühen jetzt auch schon Rosen im grauslichen Februar noch im Bayerischen. Ich bin mittelalt oder wir sagen immer ist oder sind. Aber was ist es denn mit diesem Sein? Also das ist dann der Kern der Metaphysik als Ontologie, als Frage nach dem Sein. Der zweite Begriff, Phänomenologie, der ist so eigentlich erst aufgebracht worden in der Philosophie des 20. Jahrhunderts. Da habe ich jetzt auch gerade ein Buch geschrieben über Philosophie des 20. Jahrhunderts, von Edmund Husserl, dem Lehrer, also nicht ganz korrekt, aber doch dem Meister Heideggers, der eben gesagt hat, lasst uns wieder zu den Sachen selber gehen, zu den Phänomenen, wie sich die Dinge zeigen. Und lasst uns das Wesen nicht jenseits der Dinge in Theorien erforschen, sondern in den Phänomenen. Und das heißt, der Phänomenologe, und das ist ganz fundamental, ist ja eine große philosophische Schule, der fragt nicht primär nach der Sprache, sondern er fragt nach den Dingen, die uns von außen her begegnen, und er fragt, wie zeigt sich mir das? Wie zeigt sich mir das in einer bestimmten Situation? Und daraus kann ich dann auch das Wesen zu gewinnen versuchen. Heißt also, ich sollte auch gar nicht fragen, kann das so sein? Sondern ich sollte alle Einstellungen, Wertungen erstmal in Klammern setzen, in einer Epoche, sagt Husserl, eine Einklammerung, und einfach hinschauen, sachgemäß hinschauen. Auch nicht meine Ideologien und meine Wünsche da eintragen, sondern es so hinnehmen, wie es sich gibt, in den Grenzen, in denen es sich gibt. Also das ist Phänomenologie, aber die ist natürlich viel älter. Also ich meine, in der Sache ist die viel älter. Goethe war sicher ein Phänomenologe und auch Platon war auch ein Phänomenologe, wenn er, ich glaube, ich will den Dialog jetzt mich nicht festlegen, da spricht er einmal vom Sozenta Phänomena, vom Retten der Phänomene. Also bei allen Ideen, allen Begriffen muss man immer wieder sehen, dass man die Phänomene rettet, dass man also als Philosoph gerade besser zu schauen lernt. Denken ist dann im Wesen auch schauen. Das ist die phänomenologische Linie. Und Hermeneutik ist ja Verstehenslehre. Da ist Hermes der Götterbote zwischen den jenseitigen Mächten und den diesseitigen Mächten, der Bote, der das vermittelt, auch der Gott der Übersetzung oder der Geist der Übersetzung. Und der Clou ist jetzt, Hermeneutik ist eine alte Disziplin, auch in der Bibelwissenschaft, in der Jurisprudenz immer wichtig gewesen, aber in der Moderne ist jetzt ganz wichtig, dass man nicht nur Texte versteht, sondern auch sich selber zu verstehen sucht. Also dass die eigene Existenz eigentlich der Text wird und das in der Welt sein der Text wird, den man zu verstehen hat. Das ist dann eben auch für Heidegger der Punkt gewesen, dass er gesagt hat, er macht Phänomenologie und Hermeneutik des Daseins, des menschlichen Daseins. Das ist für ihn eine zusammenhängende Disziplin in zwei Ausformungen. Genau. Also das klingt alles irgendwie technisch und das ist ja, ich weiß auch noch, ich habe ja auch Philosophie mal zu studieren begonnen vor 100 Jahren und als ich da reingeworfen wurde in diese Vorlesungen, fand ich das immer auch ziemlich eine seltsame Sprache, aber die lernt man und wenn man die dann etwas umzusetzen weiß in Erfahrungen, in Konkretionen, wenn man sie wie so eine Brille langsam zu gebrauchen lernt, mit der man auch die Welt dann anders sieht, dann sind die Begriffe gar nicht mehr so abstrus. Sie sind eigentlich nur ein Tool, ein Handwerkszeug, um das Fragen über Welt und selbst auch zu artikulieren. Sie haben das vorhin sehr, sehr schön gesagt, wirklich sehr philosophisch gesagt. Also Sie sagten, ja, das sind so Erfahrungen, Gefühle, aber die artikuliert man ja eigentlich nur, die unterscheidet man eigentlich nur, wenn man sie auch zur Sprache bringen kann. Das ist eben auch ein gemeinsames von Philosophie und Dichtung, Literatur, auf jeden Fall. Also das, was ich mir auch jetzt erst erschließt, ja, dass einfach durch die Sprache bestimmte Erfahrungsbewusstseinszustände vielleicht auch transportierbar werden und so dem so anderen deren Erfahrung eröffnen durch die Sprache, oder dass Sprache nicht nur Sprache ist. Also
Ja. Ich kann den gleichen Satz sagen wie Sie, mir fehlt das Verständnis dahinter. Aber wenn Sie mit dem entsprechenden Verständnis den gleichen Satz sagen, dann hat das auch, also das merke ich für mich, das hat eine andere Wirkung auf den Zuhörenden. Ja? Also über die Sprache tatsächlich auch diese Erfahrungsdimension, ob sie da ist oder nicht, auch irgendwo mit transportiert zu werden. Es transportiert und es, wenn es gut läuft, das ist ja auch dann immer auch eine Frage der Gelegenheiten zum Gespräch und wie lange die Gespräche dauern und so. Aber dann hat es auch wirklich die Möglichkeit, dass man seine Erfahrungen schärft, ja? Also seine Erfahrungen vertieft. Dann sage ich nur was Autobiografisches. Ich hatte vielleicht das große Glück, als ich ein junger, sehr schüchterner Mensch war, das kann man heute mir gar nicht mehr ansehen, da habe ich, also ich habe die Liebe zum Beispiel, ist ja ein wichtiges Phänomen der Menschen, die habe ich nicht so mit dem pubertären Rumgemache kennengelernt, das hat mich wenig interessiert damals, sondern ich habe es aus der Literatur kennengelernt. Ich habe also große Romane gelesen und ich habe dann erst gesehen, was ist das eigentlich, was zwischen Mann und Frau in diesem ganzen Intermedium läuft, und ich habe natürlich auch dann in meinem späteren Leben lange gebraucht, bis ich diese Dimension ohne Überhöhung und auch passend im Leben eingeholt habe. Aber ich hatte also auch nicht nur einen erhöhten Begriff, sondern eine Erfahrung aus Sprache, die mir dann meine Welt gedeutet hat. Und das ist, glaube ich, etwas sehr, sehr Schönes. Das kann auch durch Bilder geschehen, das kann durch Filmbilder zum Beispiel, kann es geschehen. Aber die Artikulation bereichert auch die eigene Weltsicht. Das ist eine sehr tolle Erfahrung. Das ist so ein Hermeneutik, eigentlich eben auch genau das, was man vielleicht erst als Konzept irgendwo zu verstehen beginnt, aber dann tatsächlich in das Leben zu bringen. Also, genau. Also nicht nur, weiß nicht, über Ethik zu philosophieren, sondern tatsächlich auch ein ethisches Leben zu ganz leben. Genau. Ja. Also, ja, ganz genau. Also diese Gedanken, Emotionen, Handlung gleich in Einklang zu bringen. Und da wären wir beim Gegenpol und vielleicht auch kongenialen Kontrapart von Heidegger bei Wittgenstein, der dasselbe Geburtsjahr hat. Der Wittgenstein, auch 1889 geboren, leider einiges früher gestorben, der hat einen Vortrag über Ethik in seinen letzten Lebensjahren geschrieben. Und da sagt er, Ethik lässt sich gar nicht fassen in Begriffe und Thesen. Ein Buch über Ethik wäre ein Buch, also sehr provokant und radikal, wäre ein Buch, das alle anderen Bücher zunichte macht, weil es ins Leben führt. Und genau das ist es. Da gibt es auch sehr schöne Berührungen bei aller Unterschiedlichkeit zwischen Heidegger und Wittgenstein. Eine meiner besten jungen Kolleginnen, Manuela Massa, Professorin Manuela Massa, mit der, die bei mir auch in der Heidegger-Gesellschaft eine ganz wichtige Rolle spielt, hat eine Dissertation geschrieben vor 4 Jahren über Heidegger und Wittgenstein, wo sie genau diese Dinge in ein Verhältnis bringt, diese Radikalität und diese Lebensweltlichkeit, die in beiden Denkern eine ganz große Rolle spielt, dass Philosophie eben nicht nur ein akademisches Feld ist, sondern dass es wirklich ins Leben führt. Hermeneutik der Faktizität, sagt Heidegger, also der Faktizität, und das heißt des Lebens, das wir zu führen gerufen sind, jeweils in unserer Situation, aus der Kontingenz, das sich uns stellt. Ne? Und das ist dann die Ethik. Und ich glaube, davon ist heute viel zu wenig die Rede. Das ist alles sehr abstrakt und angewandte Ethik und macht mal Fallbeispiel. Kann man machen, soll man machen. Aber dass es letztlich auch wirklich eine ganz existenzielle Frage ist, wie man leben kann und soll. Die jede individuell beantworten muss, aber die uns alle doch zugleich verbindet in ihrer Existenzialität und Radikalität. Ja, also ich meine, das ist ja schon spannend, ja, die Synchronizitäten. Also mir ist Ludwig Wittgenstein diese Woche begegnet, ja, mit einem spannenden Zitat. Das, was man weiß, wenn uns niemand fragt, aber nicht mehr weiß, wenn wir es erklären sollen, ist etwas, worauf man sich besinnen muss. Ja, toller Satz, ja. Ja, ja. Der spielt übrigens an auf Augustinus' Confessiones 11, wo Augustinus in seinen Bekenntnissen über die Zeit nachdenkt und sagt, die Zeit ist das, was mir gar nicht ein Problem ist. Ja, ich bin in der Zeit, die Zeit vergeht und so. Aber wenn ich erklären soll, was ist Zeit? Und je mehr ich es zu erklären versuche, umso rätselhafter wird diese Zeit. Geht es eigentlich letztlich darum, dass unser Verstand oder Worte, Konzepte einfach nur ein bestimmtes Erfahrungs,
oder Spektrum beschreiben können, aber also unser Bewusstsein in dem Sinne darüber hinausgeht, also die Erfahrung. Also, ja. Zeigen Sie meine Wortwahl. Nein, überhaupt nicht. Aber genau das ist es. Das ist eben. Und da werden wir wieder beim Bewusstseinssprung, dass also eigentlich dieser Kern, diese tiefen Dimension der Erfahrung sich den Worten entzieht. Und man könnte auch sagen, dass die Worte eigentlich ein Netz bilden, in dem man Erfahrungen fassen kann. Und da würde ich durchaus sagen, auch in der Korrespondenz oder in der Kongenialität zwischen literarischer, lyrischer Rede einerseits und philosophischer, begrifflicher Rede andererseits, das ist ein Netz. Aber was dann darin sich fängt und zeigt, ist niemals ganz in diesem Netz zu fangen. Wie wir auch einen Fisch vielleicht im Bodensee oder so einen Fischschwarm einfangen, aber doch niemals ganz seine habhaft werden können. Ist das dann auch der Grund, warum, also ich habe jetzt nicht die genauen Worte, aber dass Heidegger sagt, dass also Logik nur zu einem Verwalten, zur Logistik führt, aber also nie zum, also die Worte habe ich jetzt nicht, aber zum Eigentlichen, oder er hat irgendwo gesagt, die metaphysische Weltauffassung gipfelt, ja, letztlich in der Technik, aber... ja, genau. Ja, das ist ein sehr wichtiger Anstoß. Also die Logik, ja. Heidegger war ja gelernter Logiker, das muss man auch sehen. Der kannte das, der hat das auch wirklich, die mehrwertige Logik hat er sehr gut beherrscht. Das haben viele Heidegger-Leutchen gar nicht realisiert, wie genau der Heidegger gedacht hat. Aber er kommt dann immer tiefer in die Einsicht, wenn ich das in Begriffen fasse und in Kategorien und in logischen Abläufen, Abfolgen, dann habe ich eigentlich eine Operationalisierung, eine Kategorialität, aber ich komme gar nicht in den Seinsgrund, in den Seinszusammenhang. Und da spielt dann die Technik wirklich eine große Rolle. Heidegger war ja auch einer der Ersten, der eine Technikphilosophie aufgestellt hat, angesichts der Technik der Moderne. Ja? Also das war die Kybernetik, Norbert Wiener und so, die Computik. Das hat er schon noch als 60-, 70-Jähriger ziemlich genau zur Kenntnis genommen, der Heidegger. Er hat ja auch mit Karl Friedrich von Weizsäcker und Heisenberg diskutiert in Münzen. Er hat relativ genau sich mit dem Atommodell und mit der Unschärferelation beschäftigt. Das kann man aus dem Nachlass auch alles ermitteln. Er war da sehr interessiert. Und es war eben dann die Frage, welchen Weltzugang öffnet die moderne Technik, die ja unsere Welt bis heute revolutioniert und immens beeinflusst. Und Heidegger hat auch nicht einfach, was viele so sagen, eine Technikkritik gemacht. Das ist ja auch eigentlich relativ naiv. Man kann ja die Technik nicht kritisieren, die so, man kann natürlich Anweisungen geben, wie man verantwortlich damit umgehen soll. Das ist richtig. Große Buch von dem jüdischen Heidegger-Schüler Hans Jonas, Prinzip Verantwortung, 1979 hat das gemacht. Aber die Technik zu kritisieren, das ist wie den Mond anzuheulen. Also das ist lächerlich. Das ist lächerlich. Heidegger wollte sie verstehen. Und er wollte in der Tat zeigen, dass dieses Geheimnis und Rätsel der Welt technisch operationalisierbar gemacht werden kann. Sieht auch die Vorteile und so weiter. Davon leben wir alle auch bis heute. Wir wollen einen guten Hybridmotor haben und wir wollen gute medizinische Betreuung haben, wenn es mal nötig ist oder so. Aber die Technik kann nicht die Welträtsel lösen. Das ist eine andere Dimension. Da muss man auch wieder springen in diesen Seinsgrund. Und deswegen ist, auch das haben Sie ja völlig richtig gesagt, die Technik ist eigentlich die letzte Konzeption der Metaphysik. Die metaphysischen Systeme gipfeln irgendwo dann in der Quantenmechanik und in der Suche nach einer Einheitsformel. Die hat ja auch Heisenberg bei all seiner Genialität nicht gefunden, weil sie so einfach nicht geht, aber oder überhaupt nicht geht. Aber da war Heidegger auch ganz Unsinn im Metall, dass er sagt, ja, eigentlich fährt der Geist jetzt in den Laboratorien und Theoriebildungen der Technik und nicht mehr der Philosophien. Aber deswegen müssen wir gerade diesen Sprung machen
aus dem Ende der Philosophie, die in Technik mündet, in diesen neuen Anfang des Denkens und der Grundfragen unseres Seins und Daseins. Ja, Herr Seubert, ja, also das war also ja, wirklich, wirklich sehr, sehr spannendes, stimulierendes Gespräch. Ja. Freut mich, ja. Ja. Sehr ja, gerne. Also, genau, also ich würde vorschlagen, also wir, vielleicht für heute, ja, das Gespräch ja. so langsam gerne. Wahrscheinlich auch zur späten Stunde, ja. Ja. So vielleicht langsam mit ab. Grünerek haben sie es ja über 2 Stunden getrieben. Ja. So lange wollen wir es nicht machen. Der ist ja auch schon 93, der kann die Exzesse. Ja. Nee, aber ziehen wir mal eine Zwischenfermata, Herr Willing. Das ist doch ein guter Punkt. Ja, also genau, also ich meine, von meiner Seite natürlich, ja, also wenn es nochmal ein Gespräch ergibt, ja, mit großer Freude, ja. Ja, auch meinerseits. Ich weiß, haben Sie vielleicht noch ein letztes Wort oder noch einen Gedanken, den Sie vielleicht noch teilen möchten, ja? Also. Ja, ich möchte unsere Hörerinnen und Hörer durchaus ermutigen, vor den großen Denkwegen, diesen Denkgebäuden oder diesen Denkwegen gerade, nicht zu kapitulieren, weil, also, was mich jetzt immer beschäftigt hat in meinem philosophischen Weg, dass die ganz großen Philosophen sagen, was wir sagen, sagt Platon, sagt Kant, sagt auch Heidegger, das ist eigentlich das, was jedem Menschen sich stellt. Es gibt einen Schulbegriff der Philosophie, das kann man lernen, und es gibt einen Weltbegriff, das ist das, was jedermann notwendigerweise interessiert, eine kantische Formulierung. Und wenn man sich wirklich mal hinter die Technik der Begriffe in diese Denkerfahrung begibt, Denkerfahrung, ganz wichtiger Zusammenhang, den auch mein Doktorvater und Lehrer Manfred Riedel sehr betont hat, immer Denkerfahrung, dann ist das nicht eine Fremdsprache, sondern das ist eine Bereicherung und ist auch etwas, was mir und dir sehr nahe ist. Und das sollte man wagen, also keine Furcht vor großen Denkern, sondern reinspringen, wie man vom 10-Meter-Brett irgendwann mal gesprungen ist im Schwimmbad. Und dann kann man schon schwimmen. Und das und vielleicht da noch ein letzter Heidegger-Satz. Ja, klar, ja. Heidegger hat seine Gesamtausgabe ja dann betitelt, als er die 1975 mit seinem Sohn Hermann konzipiert hat, im letzten Jahr seines Lebens, mit der Überschrift Wege, nicht Werke. Also es sind viele Werke, die stehen da im Buchregal. Aber es kommt nicht auf die Werke primär an, sondern auf die Wege, die in diesen Werken sedimentiert sind. Und in diesem Sinne, also Joseph Beuys, der auch eine sehr zwiespältige und doch faszinierende Person war, großer Künstler, sagte, jeder Mensch ist Künstler. Naja, Heidegger würde sagen, jeder Mensch ist Philosoph, wenn er diese Wege geht und nicht bei den Werken stehen bleibt. Und das möchte ich unseren Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben in den Abend. Ja, dem sei nichts hinzuzufügen. Ja. Das ist vollendeter Abschluss, sage ich mal, eines unglaublich spannenden Gesprächs. Also ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Ja, und vielen Dank fürs Dabeisein, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, das war stimulierend. Da war der eine oder andere Impuls dabei und ich freue mich aufs nächste Gespräch.